Ein TV-Sender plant nun eine Dokumentation über den Ruhrpotter Rapper. Allerdings wird Manuelsen dieser Bericht überhaupt nicht gefallen. Es geht um einen Betrug, einen Skandal, SEK-Einsatz und jede Menge Geld. Die Polizei ermittelt bereits. Verpasse keine News mehr und abonniere den Kanal hier sowie auf Instagram Rapcheck. Das Geschäftsmodell ist ziemlich einfach. Leute, die ihren Führerschein verloren haben, sollen innerhalb kürzester Zeit wieder fahren können. Sie bekommen Unterstützung bei dem Test, den sie machen müssen. Da kommen die MPU-Kings ins Spiel. Um ihre Reichweite zu maximieren, haben sie sämtliche Rapper angeworben. Von Rap-Legenden wie Haftbefehl, Massiv oder Manuelsen bis hin zu kleineren Influencern. Alle haben dafür geworben. Nun ermittelt die Polizei. Ganz besonders ist bei diesem Skandal der Fokus auf Manuelsen, der zu dem Zeitpunkt gut befreundet war mit den Gründern und auch oft im Statement das Wort übernommen hat, als der Skandal ausbrach. Nun erwartet uns deswegen eine Dokumentation im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Aktuell finden noch die Dreharbeiten statt. Leute aus der Community, die bereits den WhatsApp-Kanal folgen, wissen Bescheid. Weitere Informationen dazu folgen demnächst. Rapcheck bekam übrigens eine Anfrage, bei der Doku mit dem Material behilflich zu sein. Dies wurde abgelehnt. Das ist so hirnrissig und so dumm, dass das manche Leute so glauben und so ins Internet jetzt hinstellen, damit irgendwelche Ermittlungsbehörden da jetzt so ein öffentliches Interesse draus machen und so probieren, dass ich jetzt der Mörder der Straßenunfälle bin. Das ist so unmännlich und so dumm.